Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Herzlich willkommen an diesem Freitagabend. Das Wichtigste von der nordischen Ski-WM von Sven Voss. Und tollen Erfolgen der deutschen Athletinnen und Athleten. Heute Klimastreik und Warnstreik in einem. Seite an Seite, Verdi und Fridays for Future gehen gemeinsam für eine sozial gerechte Verkehrswende auf die Straße. Streit um Verbrenner aus ab 2035. Die EU hat ihre Abstimmung dazu verschoben, auch auf Druck der Bundesregierung. Und erste WM-Medaille seit 12 Jahren. Die deutschen Männer gewinnen in der Langlaufstaffel überraschend Bronze. Vielleicht sind sie ja selber davon betroffen. An vielen Orten fahren keine Busse und keine Bahnen. Warnstreik. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes will die Gewerkschaft Verdi den Druck erhöhen. Die Forderung 10,5%, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Unterstützung gibt's von Fridays for Future. Sie hatten für heute zum globalen Klimastreik aufgerufen. Eine ungewöhnliche Liaison, also auf den Straßen. Die Klimabewegung und die Gewerkschaft. Doch sie haben eine Schnittmenge gefunden, den öffentlichen Nahverkehr. Fridays for Future sieht ihn als wichtigen Baustein in der Verkehrswende. Und Verdi sagt, dafür brauche es gute Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Peter Böhmer und Roman Leskova berichten. Ein Feuer zum Aufwärmen, Minusgrade nachts um 3 in Leipzig. Der Nahverkehr lahmgelegt, Busse und Straßenbahnen blieben im Depot. Wir haben leider nur einen Stundenlohn von ein bisschen was 13 Euro. Finde ich ein bisschen arg wenig. Ähnlich in Wiesbaden, Streikaktion am Hauptbahnhof. Busfahrer Thorsten Walter sagt, früher hätte ein Gehalt für die ganze Familie gereicht. Heute ginge das nicht mehr. Ich bin ein altgediegener Busfahrer. Ich habe ca. 2.500 Euro raus, wenn es gut läuft. Jetzt ganz ehrlich, schauen Sie mal alleine, was eine Miete hier in Wiesbaden kostet. Also wir reden hier von einer normalen Dreizimmerwohnung, da sind wir bei 1.000 Euro. Mit allen Nebenkosten und so weiter sind Sie bei 1.500 Euro. Da leben Sie von 1.000 Euro im Monat. Kundgebungen und Demonstrationen heute in 6 Bundesländern. Die Gewerkschaft streikt, wie hier in Köln, parallel zu vielen Aktionen der Klimaaktivisten von Fridays for Future und das bewusst. Uns geht es natürlich in erster Linie um die Verbesserung der Arbeits- und Einkommensbedingungen der Beschäftigten im Nahverkehr. Aber das steht und fällt natürlich auch mit dem Thema Verkehrswende. Und da haben wir gemeinsame Interessen mit den Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future. In manchen Städten wie in Wiesbaden oder in Köln demonstrierten Verdi und die Klimaaktivisten sogar gemeinsam. Fridays for Future sieht, dass die Verkehrswende nur sozial gerecht funktioniert. Und das bedeutet, wir brauchen nicht nur mehr Busse und Bahnen, sondern vor allem auch Menschen, die die Busse und Bahnen fahren. Eine demonstrierende Symbiose aus Gewerkschaft und Klimaaktivisten. Scharfe Kritik dafür heute von den Arbeitgeberverbänden. Politische Streiks seien in Deutschland verboten. Ein politischer Streik der Gewerkschaften mit dem Ziel zum Beispiel, der Staat soll mehr für den Klimaschutz tun, wäre rechtswidrig. Denn Streiks sind dafür da, bessere Arbeitsbedingungen oder mehr Geld durchzusetzen. Ob die gemeinsame Aktion heute den Arbeitskampf zu einem illegalen politischen Streik machen, das müssen im Zweifel Gerichte entscheiden. Die kommunalen Arbeitgeber als Tarifpartner äußerten sich heute nur schriftlich und nur zum Lohnkonflikt. Die Streikaufrufe sind in dieser Intensität unverhältnismäßig und verbieten sich in dieser Form vor dem bereits seit langer Zeit feststehenden Verhandlungstermin Ende März. Die Fahrgäste nahmen es heute gelassen, mehr Verständnis als Ärger. Ich habe den Wecker früher gestellt, habe mir die Wanderschuhe angezogen und laufe jetzt zu meinem Arzttermin. Also ich muss halt jetzt gucken, dass ich mit diesen Überlandbussen irgendwie hinkomme. Es geht schon, ein bisschen mehr Zeit einplanen, passt schon. Ja, natürlich ist es, findet man das im ersten Moment etwas blöd, aber wenn man so die Gesamtsituation sieht, ist es auch irgendwo nachvollziehbar. Die Warnstreiks werden an vielen Orten bis morgen früh andauern. Und zur Klimapolitik haben wir auch ein aktuelles ZDF-Politbarometer. Und die Zahlen hat uns Matthias Vornhoff mitgebracht. Guten Abend, Matthias. Hallo, guten Abend. Wie sehen das die Befragten? Tut die Regierung genug für den Klimaschutz? Naja, die meisten sehen auf jeden Fall den großen Handlungsbedarf. Und so finden 48%, dass die Bundesregierung zu wenig für den Klimaschutz tut. Die Maßnahmen sind gerade richtig, so sagen 27%. 19% finden, es wird zu viel getan. Mehr als 2/3 der unter 30-Jährigen sagen, es passiert zu wenig. Aber nicht mal die Hälfte der über 60-Jährigen.
Werden Demonstrationen und Proteste etwas bewirken? Ja, erwarten 24%. 72% aber bezweifeln das. Ein weiteres großes Thema, das die Menschen beschäftigt, ist der Ukraine-Krieg. Was sagt denn da die Umfrage? Welche Position sollten die westlichen Staaten gegenüber der Ukraine einnehmen? Da gibt es geteilte Meinungen, sehen wir gleich. Der Westen sollte die Ukraine drängen, für einen Frieden auch Gebietsverluste in Kauf zu nehmen. Das sagen 41%. Genauso viele aber finden, der Westen sollte die Ukraine dabei unterstützen, alle besetzten Gebiete zurückzuerobern. Den Schulterschluss mit den USA in der Ukraine-Krise finden 66% der Befragten gut, 28% nicht. Die enge Zusammenarbeit mit den USA unterstützen mit 71% im Westen deutlich mehr Menschen als im Osten. Da sind es nur 46%. Dankeschön, Matthias Vornhoff. Gerne. Und das gesamte ZDF-Politbarometer können Sie heute Abend im Heute-Journal sehen, ab 22 Uhr. Und natürlich schon jetzt in der ZDF-Heute-App. Um den Ukraine-Krieg geht es heute auch beim Besuch von Kanzler Scholz bei US-Präsident Biden in Washington. Scholz wird in knapp einer Stunde im Weißen Haus erwartet, zu einem Vier-Augen-Gespräch, ohne die sonst übliche Pressekonferenz danach. Und für uns in Washington ist Elmar Thewissen. Elmar, warum so vertrauliche Gespräche? Was wollen Biden und Scholz genau bereden? Also Sie nennen es hier ein stilles Arbeitstreffen und der Kanzler hat uns das vorhin so erklärt. Die transatlantischen Beziehungen sind sehr gut, aber damit sie sich weiterentwickeln, müsse man eben Vertrauen haben zueinander und dem soll dieses Gespräch dienen. Aus dem beiden Umfeld hören wir, dass der Kanzler selbst um das Gespräch gebeten hat, um mehr über die amerikanische Strategie zu erfahren, wohin die Reise eigentlich geht. Und das betrifft zum einen natürlich vor allen Dingen die Ukraine. Da hat es ja in jüngster Zeit tatsächlich Verstimmungen gegeben. Hier in Washington hatte man das Gefühl, der Kanzler drängt zur Lieferung von Abrams-Panzern, bevor er die Leo-2-Entscheidung fällen wollte. Und das zweite Thema ist natürlich China. Biden wird die Frage sicherlich stellen, ob man China mit Sanktionen überziehen muss, wenn es denn Waffen und Munition an Russland liefern sollte. Die Antwort auf diese Frage vom deutschen Kanzler werden wir wahrscheinlich nicht erfahren, weil es eben ein stilles Arbeitstreffen ist, ohne Pressekonferenz. Dankeschön, Elmar Thewissen, über das Treffen von Biden und Scholz. Seit Monaten verteidigen ukrainische Truppen die Stadt Bachmut gegen russische Soldaten. Auf beiden Seiten wohl mit schweren Verlusten. Doch jetzt geben sich die Angreifer siegesgewiss. Unter anderem mit diesem Propagandavideo, das in einem Vorort Bachmuts aufgenommen sein soll. Der Chef der Söldnertruppe Wagner, Prigoschin, spricht von der fast vollständigen Einkesselung. Dann fordert er Präsident Zelensky auf, er solle den letzten ukrainischen Verteidigern den Abzug erlauben. Offiziell widerspricht Kiew, hat aber offenbar schon eine Brücke in der Stadt sprengen lassen, damit russische Truppen schwerer nachrücken können. Und in der Ukraine ist für uns Henna Hebestreit. Henna, ziehen sich die ukrainischen Truppen also bald aus Bachmut zurück? Moin Jana, wenn du mich fragst, ja, die Frage ist nur wann. Wir sind gestern da in der Gegend unterwegs gewesen, da kam uns schon sehr viel ukrainisches Militär entgegen. Die fuhren aus der Richtung weg und dann gab es heute Morgen einen russischen Raketenangriff auf eine Brücke im Westen von Bachmut. Die ist wichtig, um die Stadt zu versorgen, das Militär dort zu versorgen. Hättest du mich vor 3 Stunden gefragt, hätte ich gesagt, okay, das ist eine Sache von Stunden, dann müssen die da raus, weil man die Truppen einfach nicht mehr versorgen kann. Wir haben jetzt aber Informationen aus Militärkreisen bekommen, dass Pioniere diese Brücke wieder instand gesetzt haben und dass man weiterhin überzeugt sei, die Stadt halten zu können. Die Frage ist, wie lang. Der Kommandierende des Ostmilitärbezirks war heute in der Stadt, hat sich demonstrativ mit seinen Soldaten gezeigt. Es ist den Leuten auch gelungen, ein russisches Kampfflugzeug abzuschießen aus einem Bunker in einem oder einer Stellung in einem Hochhaus. Wir haben aber auch erfahren, dass sie einige wichtige Truppenteile abgezogen haben, so die sehr bekannte Aufklärungseinheit, die mit Drohnen operiert. Da hat man wohl große Angst, dass die im Falle eines Falles von russischen Angreifern kampfunfähig gemacht werden könnten. Die sind da weg. Wie lange das noch dauert, die Quelle beim Militär meinte, man wird das noch versuchen, so lange hinzuziehen, bis sich vielleicht auch die Wetterbedingungen insgesamt ändern. Die Felder sind matschig, es ist alles ganz schlammig, der Schnee ist geschmolzen. Die ukrainische Schwarzerde entpuppt sich zu einer Art Klebstoff, in dem alles stecken bleibt, was fährt. Nächste Woche soll es hier schwere Regenfälle geben, daran wird sich sobald nichts ändern. Aber ich bin mir sehr sicher, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Bachmut tatsächlich aufgegeben wird. Dankeschön, Henna Hebestreit aus der Ukraine.
Im vergangenen Jahr bekam Alies Bialyatsky den Friedensnobelpreis, weil er sich für die Menschenrechte in seiner Heimat Belarus eingesetzt hat. Heute hat ihn ein Gericht in Minsk zu 10 Jahren Haft verurteilt. Angeblich soll er Proteste gegen die Regierung finanziert haben. Bialyatsky hatte mit seiner Bürgerrechtsorganisation Demonstrierenden geholfen, die gegen Präsident Lukaschenko auf die Straße gingen. Bereits seit 2021 saß er im Gefängnis. Den Nobelpreis bekam er in Abwesenheit. Nach Deutschland. Mehrere Jahre lang wurden systematisch alle Fälle sexueller Gewalt im katholischen Bistum Mainz seit 1945 untersucht. Heute wurde vorgestellt, was dabei herausgekommen ist. Es gibt mindestens 401 Betroffene, 181 Beschuldigte. Und jahrzehntelang wurden die Fälle sexueller Gewalt verharmlost, verschwiegen und nicht angemessen verfolgt. Christel Haas berichtet. Der Blick auf den Mainzer Dom weckt bei ihm schmerzhafte Erinnerungen an die Zeit, als er im Domchor war und vom Kantor sexuell missbraucht wurde. Er will anonym bleiben. Mit Oralverkehr hat er sich bei mir ständig vergnügt und hat seine Sachen ausprobiert. Sprich, er hat mit Massagegeräten an mir rumgemacht. Ein Fall von Hunderten. Was im Namen der Kirche seit 1945 im Bistum Mainz Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen widerfahren ist, ist bedrückend. Und jetzt durch eine Studie bestätigt. Jahrzehntelang hätten die Verantwortlichen sexuelle Gewalt vertuscht und das Leid der Opfer ignoriert. Das Bistum Mainz als verantwortliche Institution hat durch unangemessenen Umgang und mangelnde Kontrolle in vielen Fällen sexuellen Missbrauch begünstigt. Besonders schwere Versäumnisse gab es vor, aber auch während der Amtszeit des populären früheren Bischofs Lehmann. Es habe einen erheblichen Gegensatz zwischen seinen öffentlichen Auftritten und seinem persönlichen Handeln gegeben. Das Bistum Mainz und der Missbrauch. Der jetzige Bischof gesteht ein, das System Kirche hat versagt. Wir reden über ein Verbrechen und nicht über einzelne Skandale. Menschen sind zerstört worden, Glauben und Vertrauen. Es ist mir als Bischof von Mainz persönlich ein wichtiges Anliegen, meine Verantwortung wahrzunehmen und mit den Menschen im Bistum die künftigen Wege zu gestalten. Für den früheren Domchorsänger zählt jetzt nur eins. Das, was er erlebt hat, dürfe sich nie mehr wiederholen. Erst Corona, dann Kaufzurückhaltung durch die hohe Inflation. Der Modehändler Peek und Kloppenburg ist schwer angeschlagen und sucht Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Das Düsseldorfer Unternehmen mit rund 6.800 Beschäftigten kann sich so in eigener Verantwortung unter Aufsicht sanieren. Filialen sollen nicht geschlossen werden. Ab 2035 sollen in der EU keine Autos mit Verbrennermotor mehr zugelassen werden. Das sollte nächste Woche beschlossen werden. Aber jetzt wurde die Abstimmung in Brüssel verschoben, weil der deutsche Verkehrsminister Wissing von der FDP nicht zustimmen will. Er fordert, dass nach 2035 auch klimaneutrale synthetische Kraftstoffe in Verbrennermotoren eingesetzt werden dürfen. Diese sogenannten E-Fuels werden jedoch kritisch gesehen. Wie sie funktionieren, erklärt Volker Dutschek. Wenn es um den Verkehr der Zukunft geht, könnten neben Fahrzeugen mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb auch sogenannte E-Fuels eine Rolle spielen. E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, die ohne Rohöl hergestellt werden. Aus möglichst grünem Strom und Wasser wird Wasserstoff gewonnen. Dazu gibt man CO2 aus der Umwelt und fertig ist ein klimaneutraler Ersatzsprit mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Der Nachteil, die E-Fuels sind zurzeit sehr teuer in der Herstellung, die Wirkungsverluste sind sehr hoch. Nach einer ADAC-Untersuchung kommen von der eingesetzten Energie am Ende nur rund 15% am Autorad an. Im E-Auto sind es rund 75% der Ausgangsenergie. Heutige Diesel und Benziner bringen 30% auf die Straße, doppelt so viel Energie wie E-Fuels. Experten halten die Nutzung von E-Fuels deswegen in Schiffen und Flugzeugen für realistisch und sinnvoll, denn hier ist ein Antrieb über Batterie bisher schwierig. E-Fuels im großen Maßstab für Autos, das erscheint vielen Fachleuten heute als unrealistisch. Gunnar Krüger in Brüssel. Wie kommt die Blockadehaltung des deutschen Verkehrsministers bei den anderen EU-Staaten an? Na, es gibt zwar einige Trittbrettfahrer anderer Autonationen, die ganz leise auch dem Verbrenner noch mal das Leben verlängern werden möchten, aber
Im Allgemeinen wird hier in Brüssel eher mit dem Kopf geschüttelt. Die deutschen Grünen im Europaparlament, die sehen in Wissings Nachschlag ein absurdes Schauspiel. Und die CDU im Europaparlament, die sagt, in der Sache mag er ja recht haben, aber die Machart, das ist ein fataler Kollateralschaden für Deutschlands Glaubwürdigkeit hier in Brüssel, wenn man 18 Monate lang Ja sagt und nun am Ende nein. Die EU-Kommission, die gab sich hier heute Mittag noch mal gesprächsbereit. Sie sagte, sie wolle sich die neuen Bedenken des deutschen Ministers noch mal anschauen. Wenn sie neu sagt, dann sagt sie ja auch im Grunde genommen, dass diese Bedenken doch reichlich spät geäußert würden. Und da schwingt eben auch der Vorwurf mit, dass hier ein deutscher Koalitionsstreit auf der Brüsseler Bühne ausgetragen wird. Danke aus Brüssel, Gunnar Krüger. Einig ist sich die Koalition bei diesem Thema. Der Ausbau erneuerbarer Energien müsse deutlich schneller gehen. Ein entsprechendes Gesetz passierte heute Bundestag und Bundesrat direkt hintereinander. Es vereinfacht Planung und Genehmigung von Windrädern, Solaranlagen oder Stromnetzen. Ist zum Beispiel ein Gebiet bereits für den Ausbau ausgewiesen, müssen einzelne Projekte dort nicht weiter geprüft werden. Damit könnten 1 bis 2 Jahre pro Windpark gewonnen werden, schätzt die Regierung. Umweltschutzorganisationen sehen unkalkulierbare Risiken für die Natur. Naturschutz heißt auch, vielfältige Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu erhalten. Heute, am Internationalen Tag des Artenschutzes, lohnt deshalb ein Blick auf die deutschen Flüsse. Kaum einer folgt noch wie hier seinem ursprünglichen Verlauf. Flüsse wurden begradigt für die Schifffahrt und mehr Nutzfläche für Landwirte. Gerade bei kleineren Flüssen gibt es aber oft die Chance zu renaturieren. So entsteht neuer Lebensraum. Uferbereiche werden verbreitert, um mehr Überschwemmungsgebiete zu schaffen. 2 Drittel der weniger befahrenen Flüsse eignen sich dafür. Ein Beispiel, die Havel. Katrin Lindner berichtet. Wer mit Rocco Buchta die Havel entlang fährt, merkt, was Liebe zur Natur bewirken kann. Über 30 Jahre hat er für die Renaturierung der Havel gekämpft, damit die hier lebenden stark gefährdeten oder vom Aussterben bedrohten Tiere und Pflanzen wieder eine Zukunft haben. Angetrieben hat ihn ein Versprechen, das er seinem Opa gab. Als eines Tages die Bagger kamen und die Steine an die Ufer geschüttet haben, um hier einen Transitschifffahrtsweg herzurichten, da war mein Opa so traurig, er wollte nicht mal mehr angeln gehen, was er von Kindheit an tat. Naja, ich habe ihm damals gesagt, da war ich so 12 Jahre alt, Opa, ich bringe das alles wieder in Ordnung. Zu DDR-Zeiten wurden die Ufer der Havel begradigt und mit Steinen abgedeckt. Die Bundesrepublik zahlte dafür, denn sie brauchte den Transportweg von Hamburg nach West-Berlin durch die DDR. Rocco Buchta und Verbündete pflanzten schon zu DDR-Zeiten Bäume am Ufer, gründeten nach der Wende einen Förderverein. 2010 folgte der erste Spatenstich für das derzeit größte Flussrenaturierungsprojekt Europas. Auf 90 Kilometern wurden Ufersteine entfernt, Altarme und Flutrinnen angeschlossen, Auenwald gepflanzt. Noch 10 Jahre soll es so weitergehen. 70 Millionen Euro haben der Bund Brandenburg, Sachsen-Anhalt und der NABU investiert. Das Wichtigste ist, denke ich, dass die Arten, die wir kannten, dass es denen mittlerweile jetzt besser geht. Und das war viele Jahre nicht so. Das ist erst seit dem Projekt. Am Anfang hat so mancher über die Ziele gelacht, jetzt aber steht ihre Havel für etwas, das auch woanders Wirklichkeit werden könnte. Jetzt kommen wir zum Sport und der nordischen Ski-WM. Sven, jetzt wird's historisch. Absolut, Jana, denn das gab es seit 12 Jahren nicht mehr. Eine WM-Medaille für einen deutschen Langläufer. Seit heute hat diese Durststrecke ein Ende. Mit einer beeindruckenden Mannschaftsleistung holte sich die deutsche Langlaufstaffel sensationell Bronze. Es ist für alle 4 die erste WM-Medaille. Startläufer Albert Kuchler hält das Team im Rennen. Janosch Brugger fällt 18 Sekunden zurück. Dann kann Jonas Dobler die Lücke schließen, bevor der Allgäuer Friedrich Moch den Zielsprint vor Frankreich für Deutschland entscheidet. Einen Tag nach dem Silber der Frauenstaffel der nächste Langlauf-Coup. Heute lassen wir es krachen. Es sollen sie die auf den 30er, 50er, die dürfen ein bisschen früher ins Bett gehen, aber alle anderen müssen feiern. Gold geht an Norwegen vor Finnland. Für Deutschland ist es die 12. Medaille, eine mehr als bei der bisher erfolgreichsten WM vor 6 Jahren. Stark. Erster Wettkampf nach der WM für Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick. Beim Sprint in Nove Mesto verpasste die Weltcup-Führende in dieser Disziplin eine Top-Platzierung und wurde 6. Beste Deutsche war eine andere.
Gekämpft, aber vorbeigelaufen am Treppchenplatz. Vanessa Vogt, die erst 2021 im Weltcup debütierte, glänzt mit 0 Fehlern im Liegend- und Stehenschießen, bedeutet Platz 5. Ich freue mich einfach allgemein sehr über das Rennen. Ich denke, es ist mir sehr gut gelungen heute. Knapp dahinter mit der schnellsten Schlussrunde auf den 6. Platz läuft Sprintweltmeisterin Denise Hermann-Wick. Wichtige 40 Punkte für die Führende im Gesamtweltcup. Gewonnen hat Norwegerin Marte Olsbø-Reuseland mit 0 Schießfehlern und der drittschnellsten Laufzeit. Die neue Formel-1-Saison startet in Bahrain. Mit Rückkehrer Nico Hülkenberg hat nur noch ein deutscher Pilot einen Stammplatz. Mick Schumacher ist Ersatzfahrer. Für eine Überraschung sorgte heute ein alter Bekannter. Fernando Alonso lässt die Formel-1-Welt aufhorchen. Der inzwischen 41 Jahre alte zweimalige Weltmeister fährt Bestzeit in Bahrain. Überdies gelingt dem Spanier das im Aston Martin, also im ehemaligen Cockpit von Sebastian Vettel. Weltmeister Max Verstappen, nach Radikalkur von 10 Kilo Winterspeck befreit, bleibt hinter Alonso auf Platz 2. Teamkollege Sergio Perez, drittschnellster, ein Fingerzeig, dass Red Bull auch diese Saison wieder um die WM kämpfen wird. Nico Hülkenberg, einzig verbliebener deutscher Stammfahrer, fährt im Haas die fünftschnellste Zeit des Tages und überrascht damit ebenso am Rande der arabischen Wüste. Tja, und die deutschen Skispringer haben bei der WM in Planica eine Medaille verpasst. Stattdessen hat gewonnen der Slowene Timi Seitz, also die Gastgeber, haben eine Goldmedaille. Das ist doch auch schön. Ja. Danke, Sven. Das Wochenende wird eher grau mit vielen Wolken. Ein wenig Regen oder Schneeregen ist auch dabei. Genau das gleiche von Katja Hornefer. Das Heute-Journal können Sie um 22 Uhr mit Marietta Slomka sehen. Schönen Abend noch. Guten Abend. Das ruhige Märzwetter geht jetzt zu Ende. Es gibt viele Wolken am Wochenende und schon etwas Regen und Schnee. Spannend wird es dann Anfang der kommenden Woche, wenn ein Tief über Dänemark weiter ins Baltikum zieht. Sie sehen an der weißen Farbe, dass es da durchaus für etliche Zentimeter Neuschnee, zumindest in den Bergen, reichen kann. Der Reihe nach. Heute Nacht wird es noch mal kalt in der Mitte und im Süden. Da sinken die Werte auf -6 bis -1 Grad. Im Norden bleibt es milder bei 5 bis 0 Grad. Da wärmen die Wolken. Die bringen allerdings auch ein bisschen Nieselregen oder Schneegriesel mit. Deswegen ist Glätte nicht völlig ausgeschlossen. Im Süden ist es meist klar, da bildet sich auch mal Nebel. Und morgen scheint dann hier vom Bayerischen Wald bis zum Oberrhein häufig die Sonne. Sonst wird das für uns eher ein trüber Samstag mit etwas Regen, etwas Schneeregen. Freundlicher sieht es an der Ostsee aus und auch in Schleswig-Holstein. Das liegt auch am Nord-Nordwestwind. Wenn es den ganzen Tag über trüb bleibt, dann liegen die Höchsttemperaturen nur so um die 1 Grad. Mit Sonne am Oberrhein gibt es dagegen 10 Grad. Am Sonntag kann es etwas mehr Regen oder Schnee geben. Am Montag gibt es kaum Sonne und am Dienstag Wintergewitter im Norden. Guten Abend.